und Fröhlich. Martin fängt einen Fisch nach dem anderen. Frisch gestärkt durch den Truthahn, mit dem Blinker durchgezerrt. Ein riesiges Kolossum. Aber du musst auch dazu sagen, ich habe schon ein Rotauge gefangen. Das stimmt. Auf Maiskorn, weil ich immer noch auf die Brassen aus bin. Oh Mann. Ich habe Frohlich mitgenommen. In Norwegen soll es herausragende Brassenschwärme geben. Die will ich jetzt erstmals befischen. Da freue ich mich drauf. Eine schöne norwegische Brasse. Die kannst du auch alleine essen. Dann. Ich mache mir dann halt Frikadellen draus. Sprachlos. Da ist doch deine Brasse, die du unbedingt haben wolltest. Ich wollte mir heute Abend einen Futterplatz anlegen, das werde ich auch machen. Jetzt beißt doch auf den Wurm hier eine direkt drauf. Das gibt's ja nicht. Mann. Naja, als Fischfetzen willst du haben? Ja.
Mann, oh Mann. Die Brasen. Ich hab's gesagt. Hier gibt's Brasen. Die kannst du heute Abend braten. Ja, schön in Salz eingelegt. Fehlt nur der Wodka hinterher. Na gut. Da ist er. Fisch. Die ersten Fische sind auf dem Boot gelandet. Ich würde es dir gleich in die Pfanne geben, Ja. Es kam wieder Wind auf und dann haben wir dann doch lieber den heimatlichen Hafen aufgesucht. Nicht, dass wir jetzt ein zweites Mal irgendwo angeschwemmt werden und kommen dann nicht mehr fort. Also unser Elektromotor in Verbindung mit diesen kleinen Akkus ist ungefähr vergleichbar mit einem Akkuschrauber oder mit einem Föhn. Als hätten wir einen Föhnbläser angestellt. Ja, oder so ein Milchquirl. Also diese Kombination ist absolut unseetauglich. Absolut. Das Boot macht bei Wind und Wellen mit uns, was es will. Ja, das war ja auch der Grund, warum wir jetzt eigentlich genau hier gelandet sind. Bei der eigentliche Kurs, den wir eingeschlagen hatten, den konnten wir nicht weiter verfolgen. Wir sind einfach abgedriftet, ja, und hier angespült worden, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Wo auch immer das sein mag. Etwa die Richtung, wie wir wieder zurück müssen, kennen wir. Ich hoffe, dass der Wind uns hold ist. Ja, bis jetzt bläst er immer in die gleiche Richtung. Also wir haben immer Gegenwind. Es wird interessant werden. Maximal bei Windstille lässt sich ganz angenehm rudern. Aber sobald ein bisschen was aufkommt. Wir sind vorhin schon hier unsere Landzunge abgedriftet, bis Gott weiß wohin. Aber ich muss ja den Tom etwas trainieren, weil er braucht ja Muckis. Deswegen durfte er auch wieder zurückrudern. Und ich habe schön geangelt. Ach ja, das war der zweite Tag, jetzt geht es ab ins Bettchen, fix und alle. Ich weiß gar nicht warum, so viel haben wir gar nicht gemacht heute. Ich kann mich überhaupt nicht so krumm machen. Aber irgendwie tut uns alles weh, ich habe Kopfschmerzen, wir sind irgendwie beide schlapp, ausgebrannt und deswegen gehen wir jetzt gleich ins Bett. Jetzt 11 Uhr. Morgen ist dann ein neuer Tag. Also,
Gute Nacht. Dass es so heiß bleibt. Ja, wie abgemessen. Dazu gibt es jetzt noch ein Schokoriegel zum Frühstück. Dann stechen wir in den See. Ist ja endlich mal windstill. Hoffentlich bleibt es auch so, denn heute, ja, wollen wir ein bisschen hier rum in unserer Bucht fahren und mal gucken, was so die Zander und die Hechte machen. Gestern Abend hatten wir schon mal bei einem kleinen Testangeln einen kleinen Zander und einen kleinen Hecht und ein Rotauge. Friedfisch ist auch angesagt. Und ja, jetzt wollen wir vom Boot aus alles mal testen.